Hat einer eine Ahnung, was dieser Schaf hat erlebt? So soll er sprechen jetzt oder für immer schweigen? Hast du eine Ahnung? Wolltest du es wissen? Dieser Schaf diente Rübezahl als Zahnstocher. Heute kommt er auf das gehärtete Kinn des weißbereisten Jauchers oben auf ein Eichenpass. Oha! Ist dieser Gaukler noch zu haben? Uiuiui, nur ernst gemeinte Zuschriften mit Geld werden beantwortet. Man fragt sich, ob es noch eine Steigerung gibt. Was glaubt ihr? Nein. Ja. Wie heißt ihr? Wie werdet ihr genannt? Marlies. Ja. Der werden wir es jetzt aber mal zeigen, nicht? Marlies. Ich gar selbst werde ein Sternbild am Himmelszelt zaubern. Ihr dürft raten, wie das Sternbild heißt. Ihr könnt schon mal in der Zwischenzeit die Gewinnstufe einlocken. Ihr habt noch alle Joker. Ich gehe das Sternbild holen. Hoho, hoho. Bin gleich wieder da. Marlies, wie heißt das Sternbild? Der große Wagen. Letzte Woche hat eine alte Karre gesagt. Ja, natürlich. Oh, das weiß doch jedes Kind, Mann. Und die bei Bagatelli im Publikum erst seit 12 Jahren sind, die wissen das auch. Oh, der alte Mann und das Meer. Also, Bagatelli, die Jugend hat wieder ein Vorbild. Da fragt man sich, Bagatelli, warum nimmst du dir nicht einen Recken, der sich dazu eignet? Er kommt nach vorne. Ja, der große Recken. Der große Recke, jo. Auf welchen Namen hört ihr? Volk!